Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung heute Abend hier im Saal und auch ein herzliches Willkommen an diejenigen, die diese Veranstaltung online im Livestream verfolgen. Mein Name ist Walter Kaufmann und ich leite hier in der Heinrich-Böll-Stiftung die Arbeit in Ost- und Südosteuropa. Wir freuen uns sehr, Gastgeber, Gastgeberinnen für diese Veranstaltung sein zu dürfen. Wir sind ganz klar nur die Gastgeber und Unterstützer, aber wir sind weder die Initiatoren noch die Gestalterinnen dieser Veranstaltung und wollen uns deshalb auch nicht mit fremden Federn schmücken. Die Initiative und die Gestaltung dieses Abends ist Alleinverdienst wichtiger Akteurinnen aus der russischen Zivilgesellschaft und russischen Menschenrechtsszene, mit denen wir zum Teil seit vielen Jahren verbunden sind. Ich möchte mich hier stellvertretend nur bedanken bei Anastasia Burakova, die Kavchok, die Initiative Arche, gegründet hat und auch den Anstoß für diese Studie und für diesen Abend gegeben hat. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und dass wir heute diese Diskussion haben. Wir freuen uns auch deshalb darüber, weil wir es sehr wichtig finden, dass aus der russischen Diaspora Anstöße kommen für die deutsche politische Diskussion, dass also nicht Diaspora, russischsprachige Diaspora in einem eigenen Universum hier in Berlin oder in den vielen anderen Städten lebt und die deutsche Zivilgesellschaft in einem anderen Universum, sondern dass die Kontakte und die Diskussion zwischen der russischen Zivilgesellschaft im Exil sozusagen und der deutschen Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft auch wirklich stattfinden. Und heute Abend ist dafür eine gute Gelegenheit. Lassen Sie mich kurz noch ein paar Anmerkungen zur inhaltlichen Seite machen. Das Thema der juristisch sauberen Befreiung und Rehabilitierung politischer Gefangener in Russland wirkt auf mich heute zum jetzigen Zeitpunkt in gewissem Maße utopisch. Das System Putin sitzt ganz offenbar fest im Sattel. Der Herrscher selbst, aber auch das Regime mit seinen vielen Verzweigungen. Täglich werden Eroberungen im Donbass gemeldet, während die Ukraine vor einem schrecklichen Winter steht. Und in Berlin und an vielen anderen Orten in Deutschland und in Europa, aber auch in den USA, die Stimmen lauter werden, die die Ukraine zu einem sofortigen Verhandlungsfrieden mit Putin drängen wollen. Was nichts anderes wäre als eine Kapitulation. Wir sollten uns deswegen sehr bewusst sein, ohne eine Niederlage Putins in diesem verbrecherischen Krieg gegen die Ukraine rückt auch die Perspektive einer Regimeveränderung und der Freilassung der politischen Gefangenen in sehr weite Ferne. Zweitens, Putins Regime ist extrem gewalttätig nach außen, aber auch, und das kam zuerst, nach innen. Vor 25 Jahren verantwortete er den Zweiten Krieg in Tschetschenien. Seither sind zahlreiche politische Morde passiert, die mindestens seine Billigung hatten. Memorial zählt mit seinen sehr strikten Kriterien annähernd 1000 politische Gefangene. Die gewaltsame Zerschlagung und Bestrafung aller Art von öffentlichem Dissens und Protest. Wir sollten also immer wieder die zwei Richtungen der Gewalt und Unsicherheit, die von diesem Regime ausgeht, betonen. Nach außen, gegenüber Nachbarn und der europäischen Friedensordnung, und nach innen gegenüber den eigenen Bürgerinnen und Bürgern Russlands. Drittens, wir alle haben uns Anfang August sehr über die Freilassung einiger prominenter politischer Gefangener und ausländischer Geiseln gefreut, darunter auch enge Freunde von uns. Und ich freue mich, dass auch welche von Ihnen heute Abend hier sind. Zugleich war uns allen bewusst, dass diese Freilassung nichts mit Rechtsstaatlichkeit oder auch nur Gnade zu tun hatte, sondern es war das Ergebnis eines Deals mit einem Erpresser. Einem Erpresser,
der einem von ihm persönlich protegierten Auftragskiller und einige Spione nach Hause holen wollte und dafür prominente politische Gefangene und ausländische Geiseln anbieten konnte. Das, worüber heute Abend hier diskutiert wird, ist etwas komplett anderes. Die Vorbereitung für den Tag X, an dem russische politische Gefangene auf einem rechtsstaatlich klaren gesetzlichen Weg freigelassen und rehabilitiert werden. Möge dieser Tag bald kommen und mögen die vielen politischen und zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure, die für ein demokratisches Russland stehen, die sich nun notgedrungen im Ausland aufhalten müssen, konstruktiv zusammenarbeiten, damit er näher rückt. Ich wünsche uns allen eine gute Diskussion und übergebe an Anastasia Burakova, Rechtsanwältin, Menschenrechtlerin und, wie ich schon gesagt habe, Initiatorin der Initiative Kavchok, die heute Abend moderieren wird und Ihnen die anderen Gäste vorstellen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht ganz kurz, wie diese Idee dieses Dokuments entstanden ist und was das für ein Dokument ist, worüber wir jetzt sprechen werden, wo Putin und die russischen Streitkräfte ja eigentlich schon 2,5 Jahre Krieg führen in der Ukraine, Menschen umbringen, Städte zerstören. Was ist das für eine Konzeption der Freilassung und Rehabilitation politischer Gefangener? Aber in erster Linie natürlich zunächst erstmal vielen Dank an die Böll-Stiftung, die uns ihre Stiftung zur Verfügung gestellt haben als Plattform und die hier in Deutschland als NGO der russischen Zivilgesellschaft, den Oppositionellen sehr, sehr viel helfen. All denen, die auf staatsbürgerlichen, freiheitlichen, demokratischen Werten gegen das Regime kämpfen. Das ist ganz wichtig für uns. Also vielen Dank an die Böll-Stiftung, vielen Dank an Deutschland. Wir sind hier wirklich schon viele, die hier weiterarbeiten, weiter als Menschenrechtsaktivisten in politischer Hinsicht tätig sind, der Propaganda Putins entgegenstehen, den Opfern des Krieges helfen. Und ich hoffe, dass wir mit Ihrer Unterstützung, mit Unterstützung Deutschlands hier gut weiterkommen und in Zukunft diese Arbeit auch in Russland fortsetzen können. Und das hoffentlich bald. Also wir haben angefangen, grundlegende Dokumente zu entwickeln. Die sind wahrscheinlich eher für eine Übergangszeit und nicht für eine große, stabile Demokratie. Das ist letztendlich ein erster Schritt. Und das sind verschiedene Dokumente, nicht nur zu politischen Gefangenen. Aber wir wissen ja auch aus der Geschichte, dass solche Regime teilweise sehr plötzlich zusammenbrechen, ohne dass man die Zeit vorhersehen kann oder die Anzeichen richtig deuten kann. Für uns ist es wichtig, dass wir dann vorbereitet sind und nicht eine neue Schleife Totalitarismus vielleicht vor uns haben. Deswegen brauchen wir fertige Vorschläge, fertige Dokumente, Dinge, die uns helfen, zu diesem Zeitpunkt X für diese kurze Zeit dann als Leitfaden nutzen zu können. Die Konzeption, die wir heute präsentieren wollen, die haben wir in den letzten 8, 9 Monaten entwickelt. Da haben uns sehr viele Kollegen geholfen mit ihrer Expertise, mit ihren Kommentaren. Die Menschenrechtsaktivisten, die sich jetzt unter anderem mit Hilfe für politische Gefangene befassen oder Hilfe auch für Menschen, die vom russischen Regime verfolgt werden. Und das ist faktisch ein Ergebnis unserer Arbeit. Ja. Tatsächlich könnte man diese Konzeption auf den Verhandlungstisch legen. Es ist fertig. Nachdem der Tisch unseres totalitären Führers nicht mehr da sein wird und dieser Tisch frei ist, können wir diese Konzeption als erstes wichtiges Papier mit auf diesen Tisch legen, als einen möglichen Schritt zur zukünftigen Demokratisierung. Ich würde jetzt gerne einige Kollegen und Autoren vorstellen, die an dieser Arbeit mitgemacht haben. Das waren natürlich viel mehr, aber das ist so der harte Kern, die ganze Zeit mitgearbeitet haben. Alek Kozlowski,
ein Menschenrechtsaktivisten, Denis Schwerdow. Er ist Juristenvorstand Zentrums für den Schutz der Menschenrechte im Memorial. Und heute ist auch Andrei Pivovarov, der vor kurzem erst befreit wurde in diesem letzten Gefangenenaustausch. Und das dank des Humanismus und des Politenwillens Deutschlands. Und hier im Saal haben wir auch noch einen weiteren ehemaligen Gefangenen, politischen Gefangenen, der ebenfalls bei diesem historischen Austausch freigekommen ist. Ich nehme jetzt meinen Klicker, damit wir besser die Präsentation zeigen können. Sergej Davidis ist Leiter des Projektes. Er wird jetzt die Struktur darlegen. Wir haben draußen auf dem Tisch noch deutsche Konzeptionen und auch russische, also in beiden Sprachen. Dort haben Sie dann praktisch das komplette juristische Dokument. Das ist vielleicht vor allen Dingen für Juristen interessant, für Rechtsanwälte. Es ist klar, dass man in 45 Minuten Präsentation hier nicht alle Aspekte beleuchten kann. Wie gesagt, wenn es jemand genauer interessiert, dann können Sie sich draußen auf dem Tisch noch Deutsch oder Russisch diese Konzeption nehmen. Und wir lassen natürlich auch noch Zeit für Diskussion und Fragen. Vielen Dank. Auch ich möchte mit Dankesworten beginnen. Wie schon gesagt wurde, sind ja hier nicht alle Autoren, auch nicht alle wichtigen Schlüsselfiguren, die bei der Entwicklung dieser Konzeption dabei waren, anwesend. Und deswegen bin ich sehr dankbar, Ihnen jetzt in Abwesenheit meinen Dank auszudrücken. Die Arbeit, das war wirklich eine riesige Arbeit. Letztendlich ist es auch Kovcek, also der Arche, zu verdanken, dass diese Initiative mit gestartet wurde und die dazu beigetragen hat, dass das ganze Wissen, was wir haben, aus unseren Köpfen jetzt auf dem Papier nachzulesen ist. Dieses Dokument wird sicherlich noch verfeinert werden können. Und ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo es dann endlich zum Einsatz kommen könnte, wird es sicherlich noch weitere wesentliche Novellierungen geben. Aber jetzt ist es erstmal eine wichtige Grundkonzeption, um vorbereitet zu sein. Wie zu Beginn unseres Treffens heute gesagt wurde, ist das putinsche Regime hier nicht nur im Krieg mit der Ukraine oder mit der externen Welt, sondern dieser Krieg wird auch mit dem russischen Volk geführt. Und die politischen Repressalien, vor allen Dingen strafrechtliche Verfolgung, Freiheitsentzug, ist ein Schlüsselinstrument, welches unter anderem auch das Fundament für die externe Aggression des Regimes gelegt hat. Die fortgesetzten Repressalien im Land gestatten Putin auch, den Krieg im Ausland fortzusetzen. Die Anzahl der politischen Gefangenen wächst ständig. Und das ist sicherlich der wichtigste Kontrollmechanismus über die Gesellschaft, zumindest neben der Propaganda eines der wichtigsten Instrumente, die Gesellschaft zu kontrollieren. Die Forderung und die Solidarität mit den politischen Gefangenen, die Forderung, sie zu befreien, ist jetzt wie eine Festung, um die herum sich jetzt die russische Zivilgesellschaft versammelt, weil die Forderung der Freilassung der politischen Gefangenen ist eine der wichtigsten Forderungen, die jetzt steht. Russländer, die gegen Krieg und Diktatur auftreten, vereint dieser Gedanke. Und die Forderung selbst ist emotional verständlich. Aber wenn man das sich genauer anschaut, da kommen natürlich viele Fragen. Was bedeutet politischer Gefangene? Wie viel sind das? Was bedeutet es, sie zu befreien oder frei zu lassen? Und in den Listen zur Unterstützung der politischen Gefangenen der Stiftung Memorial, dessen Leiter ich bin, werden Listen der politischen Gefangenen geführt. Und wie gesagt, wir haben kein vollständiges Bild.
aber es sind ungefähr 777.000. Und WDR-Info, die haben auch Listen, die mit Freiheitsstrafe jetzt belegt wurden. Die haben ungefähr 1.350. Also das sind, weiß Gott, keine vollständigen Zahlen. Ja, man muss wissen, dass ungefähr 150 strafrechtliche Sachen wegen Staatsverrat anhängig sind. Da hat man überhaupt keinen Zugang, weil die sind absolut confidential, die sind einfach geheim. Da weiß man also nicht, was da vorliegt. Und man kann eine solche Anschaltung ja auch nicht widerlegen, wenn man nicht weiß, worin sie besteht. Tausende Menschen sind eingesperrt, weil sie innerhalb des Krieges sich geweigert haben, verbrecherische Befehle zu befolgen. Auch hier wissen wir nicht, welche Details da sich verbergen. Aber wenn der Krieg nicht wäre, würden diese Menschen nicht im Gefängnis sitzen, wenn man sie nicht gezwungen hätte, im Rahmen dieses aggressiven Krieges an den Gefechtshandlungen teilzunehmen. Es gibt sehr viele Menschen, die wegen Diversion verurteilt sind. Und auch hier kann man nicht sagen, inwieweit es tatsächlich begründete Vorwürfe gibt. Und andererseits, die Menschen hätten sicherlich nicht angefangen, Eisenbahnlinien zu sabotieren oder Sonstiges, wenn es nicht den Krieg gäbe, gegen den sie eigentlich vorgehen wollen. Das sind mindestens auch noch mal 200 Menschen. Das kann man fortsetzen. Und wir haben zum Beispiel auch nicht diese 7.000 ukrainischen Geiseln bei uns mit in den Listen, die nach Einschätzung durch die Russische Föderation gefangen gehalten werden. Und das sind politische Gefangene, weil nicht mal das russische Recht Grundlagen dafür bietet, diese Menschen einzusperren. Sie haben keinen anwaltlichen Schutz, man kann ihnen nicht schreiben, überhaupt keinerlei Rechte. Oder die Kriegsgefangenen, die in Russisch strafrechtlich verfolgt werden, sind teilweise auch politische Gefangene. Es sind ja auch zig, die strafrechtlich verfolgt werden, einfach weil sie in einem konkreten Truppenteil gedient haben, welches willkürlich von den Russen als terroristische Organisation bezeichnet wird. Und es sind auch zig, die unter anderem auch verurteilt werden, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Es gibt hier kein Vertrauen gegen eben dem russischen Gericht und der Jurisdiktion. Das alles führt zu einer schwierigen Gemengelage von verschiedenen Situationen, Instrumente, mithilfe derer die Regierung sowie die russische Gesellschaft als auch die okkupierten Gebiete kontrolliert. Mindestens 10.000 Personen sind es, die also zu dieser Kategorie gehören, also Menschen, denen eindeutig aufgrund von politischen Motiven ihre Freiheit beraubt wurden, und sie sind in keiner Liste. Deswegen, wenn wir darüber sprechen, dass politische Gefangene freigelassen werden, müssen wir Instrumente anwenden, die sich nicht nur auf die Listen beschränken. Das kann ein Teil sein, aber das kann nicht mal den geringsten Teil dessen abdecken, was zu tun ist in dieser Situation. Und unser Projekt versucht deswegen, nach Kräften diese Aufgabe zu lösen. Es gibt offensichtliche Fälle. Das sind Menschen, die ihre Freiheit beraubt wurden, aus eindeutig unrechtmäßigen Gründen, nach Artikeln, die einfach nicht im Strafgesetzbuch existieren dürften. Wir bieten also an, diese Artikel vollkommen zu entfernen. Das sind die zwei Artikel zum Beispiel, die gleich nach Anfang des Krieges eingeführt wurden, um Menschen zu verfolgen für Antikriegsaussprüche. Die müssen einfach abgeschafft werden. Eine Reihe von weiteren Artikeln, die möglich sind in einer demokratischen Gesellschaft, wie Staatsverrat, Hochverrat, sind in den letzten 20 Jahren vollkommen verfälscht worden. Im Vergleich zu dem eigentlichen Inhalt, dass Dokumente und sonstige Informationen
an einen ausländischen Staat übergeben werden können. Gibt es jetzt weitere Teile dieses Artikels, wie zum Beispiel Überlaufen zum Feind und so weiter? Wir sind der Meinung, dass diese reduziert werden müssen, um den Inhalt verständlich zu machen und Menschen, die aufgrund dieser verwaschenen Formulierungen verhaftet worden sind, müssen ebenfalls befreit werden. Außerdem gibt es eine Masse von prädikalen Entscheidungen, Gerichtsentscheidungen, terroristischer Extremismus oder einfach Präzedenzfälle, wie zum Beispiel in den terroristischen Vereinigungen. Das heißt, es wurde einmal konkret der Beschluss gefasst, dass es eine terroristische Vereinigung gibt und danach wird dies weitergeführt in der Rechtsprechung. Das heißt, auch Interpretation des obersten Gerichts für die Rechtspraxis. Auch hier kann eine Reihe von Menschen freigelassen werden. Außerdem wissen wir, dass es auch einfach nur Rechtsmissbrauch gibt. Und selbst in der Formulierung, die das Strafgesetzbuch enthält und die in einer demokratischen Gesellschaft möglich wären, werden anders interpretiert, als es in einer demokratischen Gesellschaft möglich wäre. Auch Fakten werden anders interpretiert. Es werden sehr hochgegriffene Strafen angesetzt. Das heißt, es gibt viele Kriterien und wir können uns vorstellen, dass eine Amnestie anwendbar ist im Bereich auf mehrere Artikel, die über mehrere Charakteristika verfügen, sehr groß ist. Darüber sprechen wir später noch. Aber das ist auch noch nicht alles. Wenn jemandem Drogen untergeschoben wurden oder wenn jemandem Erpressung vorgeworfen wird, kann man keine realen Kriterien praktisch anwenden, außer wenn das eine individuelle Liste ist. Und hier kommen wir zu den individuellen Listen und da geht es um Begnadigung oder um eine Amnestie und das werden wir sehen, wenn wir diese Praxis haben werden. Ein einzelner Fall sind ukrainische Staatsbürger, die nach Russland verschleppt worden sind als Zivilisten und dort festgehalten werden, denen also nichts vorgeworfen wird, die also nicht strafverfolgt werden als Zivilisten. Außerdem gibt es Kriegsgefangene, denen alle möglichen Verbrechen vorgeworfen werden. Auch hier beschreiben wir die Möglichkeiten der Befreiung dieser Menschen. Außerdem, Repressionen, selbst wenn sie als Strafverfolgung beginnen, enden ja nicht mit einem Gerichtsurteil. Immer weiter angewandt wird das die Praxis der Psychiatrie. Das sind bereits Dutzende von Menschen, die keine Gerichtsurteile haben, die aber ihrer Freiheit beraubt werden, weil der Staat sie für schuldig hält, und zwar in der Psychiatrie. Das ist ein schwieriges Thema. Wir konnten die medizinischen Ansätze nicht ausführlich beschreiben, aber bestimmte Ansätze haben wir beschrieben. Außerdem beschreiben wir die Wiederherstellung der Rechte und die Aufhebung der beschränkenden Beschränkungen durch politisch motivierte Rechtsverfolgung. Also Rechtseinschränkungen, die jetzt schon im Grunde von Verurteilungen wirken. Das ist ein extra Teil unseres Berichts. Und das alles muss durch einen Organ durchgesetzt werden, eine Kommission, die natürlich zu dem dann aktiven Staat politischen Willen umsetzt. Also eine Kommission, die sozusagen ein Agent des Staates sein wird. Der Umfang, die Kompetenzen der Kommission, die Art und Weise der Tätigkeit, auch das beschreiben wir in unserem Bericht. Das wäre das, was ich sagen wollte, und dann werden wir ausführlicher über die Punkte sprechen, die ich jetzt beschrieben habe. Vielen Dank, Sergej. Jetzt übergebe ich das Wort an Alek Kozlovsky. Er spricht ausführlicher über die Dekriminalisierung, welche Artikel des Strafgesetzbuches müssen entfernt werden und welche Personen, die entsprechend diese Artikel sitzen, müssen gleich freigelassen werden. Das sind die Fälle, über die wir in der Menschenrechts-Community gar keinen
Streit haben, also in dem wir uns einig sind, dass diese Personen sofort freigelassen werden müssen. Vielen Dank, Nastja. Ich heiße Alia Kozlovsky. Eigentlich arbeite ich bei Amnesty International. An diesem Projekt arbeite ich persönlich mit. Vielen Dank an das Projekt Первым рейсом with the First Flight für dieses Projekt und für die Möglichkeit, mit Ihnen und euch heute die Ergebnisse unserer Arbeit zu diskutieren. Das Erste, was wir anbieten zu tun, was wir vorschlagen zu tun, ist, das Strafgesetzbuch, den Strafkodex zu ändern. Das ist vielleicht die einfachste Aufgabe, denn die Artikel sind klar. Zu den meisten Artikeln haben wir einen Konsens in der Menschenrechts-Community darüber, was geändert werden muss und darüber, was aufgehoben werden muss. Die Fragen, über die wir jetzt noch diskutieren, die also offen sind, zu denen kommen wir später noch. Aber in gewissem Maße ist das im Prinzip der transparenteste Punkt und das transparenteste Thema. Menschen, die nach diesen Artikeln verurteilt worden sind, da gibt es keine Mehrdeutigkeit. Da gibt es nicht unterschiedliche Meinungen. Wenn ein Artikel aufgehoben wird oder ein Teil eines Artikels des Strafgesetzgebens aufgehoben wird, dann wird eine Person, die nach diesem Artikel verurteilt wurde, offiziell freigelassen. Es braucht keine zusätzliche Prozedur. Das ist eine automatische Grundlage für eine Rehabilitierung und der Staat ist aufgefordert und hat die Pflicht, diese Rechte dieser Person wiederherzustellen. Und doch, diese Liste ist ebenfalls nicht abschließend, denn wir haben uns nicht die Aufgabe gestellt, das gesamte russländische Strafgesetzbuch zu bearbeiten. Das Strafgesetzbuch ist riesig, es liegt außerhalb unserer Kompetenz und das hätte viel zu viel Zeit gebraucht. Unsere primäre Aufgabe besteht darin, so viele politische Strafgefangene wie möglich frei zu bekommen. Deswegen sprechen wir über zwei Kategorien von Artikeln, wenn wir über die Aufhebung von Artikeln sprechen. Das sind erstens Artikel, die gar nicht existieren dürfen, weil diese Handlungen nicht strafbar sein dürfen. Leider hat die russische Regierung sehr viele Artikel aufgenommen, deren einziger Not oder Sinn es ist, Rechte zu beschreiben. Die zweiten sind Artikel, die die andere sozusagen wiederholen oder überlappen, die aber so verwaschen formuliert sind, dass sie unterschiedlich interpretiert werden können und nur mit politischen Zielen angewandt werden. Das, was Sergej schon sagte, das Erste, was einem einfällt, ist natürlich der Artikel über die Militärzensur, also die sogenannten Fakes, die sogenannte Diskreditierung der Armee, früher schon eingeführte Artikel über Fakes im Allgemeinen, also die Verbreitung von eindeutig unrichtiger Information. Außerdem ist es der Artikel über unerwünschte Organisationen, ausländische Agenten, Beleidigung von religiösen Gefühlen, Regeln zur Durchführung von öffentlichen Versammlungen. Das sind alles Artikel, die nicht sein dürfen in einem Land, welches die Menschenrechte achtet. Es gibt Artikel, die schwierigere Themen betreffen, zum Beispiel die Schändung von Militärdenkmalen. Natürlich sollte man Denkmale nicht schänden, aber dieser Artikel ist so breit und verwaschen formuliert, dass die Rehabilitierung des Nazismus auch dort hinein interpretiert werden kann. Dazu kommen wir auch später noch. Also Artikel, die im Prinzip als politische Instrumente verwandt werden. Es gibt weitere Artikel, die wir nicht oft hören, die aber auch sehr gefährlich sind, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den verschiedensten ausländischen und internationalen Organisationen. Dieser Artikel wird in den letzten Monaten und in dem letzten Jahr immer aktiver angewandt. Außerdem die freiwillige Gefangennahme sollte auch nicht
strafrechtlich verfolgt werden, denn jeder Mensch will leben. Und eine Reihe von anderen Artikeln, ich zähle sie jetzt nicht alle auf, die wir, von denen wir der Meinung sind, dass sie aufgehoben werden müssen. Außerdem schlagen wir vor, andere Artikel zu ändern. Nicht aufzuheben, sondern Änderungen einzubringen, also zu konkretisieren, zu straffen. Hier gibt es zwei Formen von Änderungen. Das kann für die meisten als technisches Instrument sozusagen klingen. Also das betrifft zum Beispiel verschärfte Umstände zu sehr vielen Artikeln, zum Beispiel die öffentliche Meinungsäußerung betreffen, gilt als das Internet oder Medienanwendung als sozusagen verschärfende Umstände gezählt werden. Es ist vollkommen klar, dass im 21. Jahrhundert fast alle öffentlichen Meinungsäußerungen im Internet oder in den Medien stattfinden, und das können keine erschwerenden Umstände sein. Oder es geht auch um Verbrechen aus politischen oder ideologischen Motiven als erschwerender Faktor. Aber das ist auch nicht logisch. Und sehr viele andere Änderungen, die früher schon eingebracht worden sind und die dazu geführt haben, dass früher existierende Artikel, zum Beispiel Hochverrat oder Spionage, allen ist klar, dass das in jedem Land ein Straftatbestand ist. Aber hier sind die in Formulieren so verwaschen und so aufgeweicht, dass das jetzt angewandt werden wenn nicht auf jede Person und jede Handlung, doch auf eine sehr breite Palette von Handlungen. Wir sind also der Möglichkeit, dass diese Artikel entweder zu ihrem Erstzustand zurückgeführt werden müssen in der Formulierung oder detaillierter beschrieben werden muss, in welchen Punkten diese konkreten Artikel gekürzt werden müssen und wieder in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und mit den Menschenrechten gebracht werden, die ja in der russländischen Verfassung festgeschrieben sind. Weitere Artikel, die zum Beispiel die Beteiligung an verbotenen Organisationen, also extremistischen und terroristischen Communities beschreiben, sind wir der Meinung, dass hier die Schwere der Tat sehr stark verringert werden muss. Jetzt ist es ja so, dass wenn eine Person einer Gruppe angehört, schon dafür kann sie zu einem Strafmaß verurteilt werden, wie zu anderen tatsächlich Verbrechen, für andere tatsächliche Verbrechen, obwohl diese Person keinen Schaden angerichtet hat, niemandem einen Schaden zugeführt hat. Deswegen sind wir der Meinung, dass eine Beteiligung an einer Gruppe sozusagen kein erschwerender Faktor werden darf oder zu Artikeln gehören müssen, die keine Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Hier kommen wir natürlich in das Feld einer Diskussion, weil jemand sagt, diese Artikel müssen aufgehoben werden. Jemand anderes wird sagen, nein, das sind tatsächlich gefährliche Organisationen, das muss drin bleiben. Wir meinen jetzt natürlich die Organisationen, die vielleicht tatsächlich terroristische Organisationen sind, doch selbst für die Mitgliedschaft in diesen Organisationen sind wir der Meinung, dass Menschen nicht zu so hohen Gefängnisstrafen verurteilt werden sollten, wie das jetzt der Fall ist. Ich komme später nochmal, wenn wir über die ukrainischen Gefangenen sprechen, dazu zurück. Aber ich will nochmal sagen, wir haben nicht die Aufgabe, das gesamte Massiv der Rechtsprechung zu verändern. Und diese Möglichkeit haben wir auch. Und uns ist klar, dass es sehr viele andere Artikel gibt, die von vielen Personen der Zivilgesellschaft geändert haben wollten, zum Beispiel die Drogengesetzgebung, die sehr breit angewandt wird, oder eine Reihe von Wirtschaftsverbrechen etc. Darüber haben wir im Rahmen unseres Projekts
gesprochen, aber wir haben diese Themen nicht in das Projekt aufgenommen, denn unsere Aufgabe, ich wiederhole das nochmal, besteht darin, so schnell wie möglich die politischen Gefangenen frei zu bekommen. Und wenn wir keinen Konsens herstellen können oder wenn wir sehen, dass in der russländischen Gesellschaft kein Konsens zu einem bestimmten Artikel herrscht, dann schlagen wir vor, andere Mechanismen anzuwenden. Vielen herzlichen Dank. Ich gebe das Wort nachher noch an Sergej Davidis, der noch über andere Aspekte spricht. Jetzt geht es auch noch um Amnestie und Begnadigung, die auch in anderen Kategorien noch Verwendung finden können. Also vielen Dank nochmal. In Ergänzung zu dem, was Oleg gesagt hat, was eher so ein kategorischer Ansatz ist, obwohl teilweise natürlich auch individuelle Ansatzpunkte zu sehen sind, hier geht es darum, dass Gerichtsurteile aufgehoben werden, wenn Menschen zu extremistischen oder terroristischen Organisationen gehören. Weil da gehören zum Beispiel auch die Zeugen Jehovas mit darunter. Und das sind so viele Organisationen, dass das unbedingt überprüft werden muss. Einerseits haben wir auch den freien Willen des Menschen, Mitglied oder hier Konfession zu folgen oder politischen Überzeugung zu folgen. Und eine Eingrenzung des Begriffs extremistische Handlung ist unbedingt wichtig, um unter anderem auch die Gründe zu minimieren, um eine Organisation als extremistisch bezeichnen zu können. Also was bedeutet extremistisch zu sein? Ja, man muss Extremismus auch beschreiben. Und dann würde das zum Beispiel dazu führen, dass die Zeugen Jehovas zum Beispiel aus diesen Listen wieder herauskommen. Sie haben Broschüren veröffentlicht. Diese Broschüren wurden als extremistisch anerkannt und somit betrifft das jetzt die ganze Organisation. Das ist aber nur ein Beispiel. Es betrifft auch andere Organisationen. Die mögen uns vielleicht nicht gefallen, aber trotzdem ist es kein Grund, sie als extremistisch oder terroristisch zu deklarieren. Ja, also das in einem echten Gerichtsstreit hätte das gar keinen Bestand. Das betrifft, wie gesagt, auch andere Organisationen. Und das dient halt dazu, auch zig Personen mit Freiheitsentzug zu bestrafen. Dann gibt es ja um die Fake News. Hier ist es auch offensichtlich, dass die zum Beispiel die Verfolgung der LGBTIQ hier mit zugrunde liegt. Sie sind ja im Prinzip auch als extremistisch eingestuft und es ist klar, das ist eine Unrechtsentscheidung und das ist ein ganz offensichtliches Beispiel, dass dieses Gesetz unbedingt geändert werden muss. Dann gibt es ja noch andere Sachen, es gibt ja noch einen Gerichtsbeschluss, separatistische Bewegung zur Auflösung der Russischen Föderation und so weiter und so fort. Da sind auch unheimlich viele Organisationen mit aufgelistet worden unter diesem Punkt. Hier geht es also darum, konkrete Gerichtsakte auch zu revidieren. Und ich habe es ja auch schon angesprochen, in einigen Situationen, wie zum Beispiel Hizb ut-Tahrir, das haben wir ja auch angeführt, die eben nicht nur verfolgt werden für terroristische Aktivierung, sondern weil sie gegen die Verfassungsordnung im Land verstoßen würden. Irgendwann in irgendeiner Zukunft steht es ja damit drin, dass irgendein friedlich geschaffenes Kalifat für seine Existenz auch kämpfen kann. Das sind aber reine Theorien. Sie kämpfen ja nicht mit Waffen in der Hand, aber einfach die Idee liegt jetzt zugrunde, dass man sie als terroristisch bezeichnet und
Das ist einfach auch wichtig, dass ein oberstes Gericht einen Beschluss fasst, dass das einfach dieser Glaube an sich nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Landes gerichtet ist und dass man diesen Punkt nicht zugrunde legen kann für Gerichtsurteile. Ich meine, das war jetzt eine kleine Ausschweifung, aber wenn man über Amnestie spricht, ist zum Beispiel auch klar, dass diese Dekriminalisierung absolut wichtig ist. Jetzt ist ein Masseninstrument für die Verfolgung für Aussagen, der Artikel 205.2, die Rechtfertigung oder die Propaganda von Terrorismus. Letztendlich kann das fast zu allen Aussagen über Kriegshandlungen angewandt werden. Wenn man zum Beispiel sagt, dass die ukrainischen Streitkräfte irgendwo einen Sieg erzielt hätten und so weiter und so fort. Und einige Menschen, die hiermit verurteilt wurden, ja, da wird die konkrete Aussage nicht im Kontext analysiert. Und es ist einfach nicht möglich, hier die Spreu vom Weizen zu trennen. Und wir gehen davon aus, dass sogar, wenn man zur Gewalt aufruft und wenn das der Grund war für eine Verfolgung, dann ist trotzdem die gesellschaftliche Gefahr von solchen Menschen, die im Rahmen eines nicht demokratischen Staates zur Gewalt aufrufen, sicherlich nicht so hoch, dass es rechtfertigen würde, eine große Gruppe von Menschen genau mit dieser Anschuldigung dann einzusperren. Das ist also nicht verhaltensmäßig. Es geht also prinzipiell hier auch um Aussagen. Das ist nicht nur der Artikel 205.2, sondern auch 282, Hass und Propagierung von Hass, oder 280, Aufruf zu extremistischen Tätigkeiten, oder auch Narzissmusverbreitung oder Rehabilitierung des Nationalsozialismus. Ich meine, worüber reden wir hier? Wir haben dort weder Nationalsozialismus noch Rehabilitierung des Nationalsozialismus. Deswegen sind wir der Meinung, dass alle die Personen, die nach diesen Artikeln bestraft wurden, rehabilitiert werden sollten. Natürlich haben diese Menschen dann danach das Recht, sich auch an das Gericht zu wenden, um nicht nur eine Amnestie zu bekommen, sondern tatsächlich rehabilitiert zu werden. Aber das fordert dann noch neue Zeit und neue Kräfte. Wichtig ist erstmal eine Amnestie. Und diese Amnestie sollte natürlich später auch die Aufhebung der Rechtsfolgen beinhalten, die eine Verurteilung meistens mit sich führt, zum Beispiel, dass man vorbestraft ist und so weiter und so fort. Die zweite Gruppe, das sind auch nur Beispiele, die für Amnestie in Frage kommen. Alles können wir jetzt natürlich nicht beschreiben, aber wie gesagt, so große Gruppen, die wir herausgreifen. Also wie gesagt, eine große Gruppe, die haben nicht die Möglichkeit, legal ihre Nichtverständnis oder Nicht-Einverständnis zum Krieg auszudrücken und nutzen deswegen andere Mittel. Zum Beispiel legen sie Feuer oder sprengen wir es in die Luft oder machen irgendwie Division, andere Handlungen zerstörerischer Art. In Anbetracht des aggressiven Krieges, den die Russische Föderation angezettelt hat, sollten solche Handlungen, obwohl sie natürlich per se auch verboten sind, aber wenn sie eben nur gegen Bauwerke oder so weiter gerichtet sind und nicht gegen Menschen, auch eine Amnestie bekommen. Diese Menschen hätten das ja alles nicht getan, wenn sie ihren Widerspruch gegen den Krieg nicht hätten ausdrücken wollen. Und die Bestrafung, die sie bekommen haben, die sind teilweise bis zu 19 Jahre. Ja? Also diese Brandstiftung, die wird als Terrorismus klassifiziert und 19 Jahre Freiheitsentzug, das ist doch in keinerlei Verhältnis zu setzen. Also solche Menschen sollten auch Amnestie bekommen. Es geht also immer hier um die Taten, die
mit der Unterstützung der Ukraine oder mit Widerstand des Krieges in Verbindung zu sehen sind. Menschen, die das gemacht haben, weil sie ihre Antikriegsposition ausdrücken wollten. Und dann sind es eine große Gruppe Menschen, die an Kriegshandlungen auf der Seite der Ukraine teilgenommen haben. Solche Menschen werden auch strafrechtlich verfolgt und es ist teilweise schwer nachzuvollziehen, inwieweit hier Provokation seitens der FSB vorliegt oder andere, weil das sind auch alles geheime Unterlagen, da kann man schlecht an die Beweislage herankommen. Also die Menschen sollten auch einer Amnestie unterliegen. Es ist klar, dass das natürlich keine abschließende Liste ist. Und dass es sicherlich noch mehr Kategorien von Urteilen gibt, die auch eine Amnestie vielleicht zulassen würden. Es geht immer darum, wenn kein Schaden für das Leben der Menschen zugefügt wurde. Auch wenn es bei großen Meetings zum Beispiel Gewaltaktionen gegeben hat und vielleicht auch Polizisten verletzt worden. Aber jeden einzelnen Fall hier nochmal in die Hand zu nehmen, zu schauen, wer tatsächlich Schaden angerichtet hat und wer nicht. Wir sind hier der Meinung, dass der gesellschaftliche Schaden oder die gesellschaftliche Gefahr nicht so hoch war. Und andererseits wissen wir, dass es ein Instrument für die politische Druckausübung ist. Und deswegen ist es wichtig, diesen Menschen auch Amnestie zu erweisen. Ich hatte mich jetzt versprochen, ich hatte gesagt Begnadigung. Ich rede nicht um Begnadigung, ich rede um Amnestie. Begnadigung ist sicherlich auch interessant, wenn Menschen weder in die erste Kategorie, die Oleg beschrieben hat, oder auch zu der anderen Gruppe, die für die Amnestie interessant wäre, wenn sie da nicht in Frage kommen. Auch da sind hier, wie gesagt, schon viele dabei. Dann gibt es ja noch andere Menschen, die zum Beispiel Waffenbesitz hatten oder Drogen im Besitz hatten oder denen das untergeschoben wurde. Solche Artikel, die formal ja eigentlich auch nicht politisch motiviert sind, sind ja auch sehr zahlreich. Und auch hier ist es schwierig, jeden einzelnen Fall individuell neu zu betrachten. Ja, es gibt ja auch Situationen, wo die Kommission absolut zur Meinung kommt, dass das politisch motivierte Verfolgung sind. Und solche Menschen könnten dann eben begnadigt werden. Also Begnadigung als drittes Instrument. Wichtig ist es natürlich, dass es hier Kommunikationskanäle gibt zwischen der Kommission, die diese Listen von potenziellen Personen erstellt, und den Gerichten. Aber wie gesagt, das ist eine wichtige Kategorie, wo ich der Meinung bin, dass es auch eine große Gruppe von Menschen sein könnte. Wie gesagt, wir wissen, dass Begnadigung in der Regel individuell ist, aber in einer solchen Situation der Korrektur von Fehlern, denke ich, könnte man hier sicherlich auch einen Gruppenansatz wählen. Vielen Dank. Und jetzt will ich das Wort noch übergeben an Alia Kozlowski zu einem sehr schmerzhaften und großen Thema. Die Menschenrechtler haben noch keine konkrete Statistik darüber, welche Bürger der Ukraine, sowohl Militärs als auch Zivilisten, festgehalten werden auf den okkupierten Territorien ohne prozessualen, ohne legalen Status und die in russländischen Einrichtungen gefangen gehalten werden oder vielleicht auch außerhalb der Einrichtungen, nicht in Gefängnissen, sondern einfach irgendwo in Kellern festsitzen. Diese Statistik haben wir definitiv nicht und niemand hat sie. Aber die Frage der Ukraine von den okkupierten besetzten Gebieten und den deportierten Ukrainern, darüber zu sprechen, ist sehr, sehr wichtig und Oleg wird darüber sprechen. Ja, das ist tatsächlich ein sehr großes Problem. Und egal, von welcher Seite man es betrachtet, wenn man es aus der statistischen Seite betrachtet,
dann haben wir nur an Zivilisten ukrainische Staatsbürger, die verschleppt worden sind aus den besetzten Gebieten. Das sind mehr als alle russländischen politischen Gefangenen zusammen. Mindestens 7.000 Personen. Es gibt aber auch Schätzungen in ungefähr im Bereich von 30.000. Genau wissen wir es nicht. Vielleicht weiß es die russische Regierung selbst nicht mal. Der zweite Grund, warum dieses Problem so groß ist, ist, dass die Situationen so unterschiedlich sind. Es gibt also nicht nur einfach die Zivilisten, die irgendwann während der Okkupation von irgendwelchen Militärs festgehalten und verschleppt wurden und die irgendwo in Russland sitzen ohne Anklage, ohne irgendwie, dass ihre Handlung nach dem russländischen Gesetz qualifiziert worden wäre, sondern ihm wurde gesagt, wegen des Widerstandes gegen die Sondermilitäroperation, obwohl es diesen Artikel gar nicht gibt. Es gibt andererseits Kriegsgefangene. Das ist höchstwahrscheinlich die Kategorie, die am besten nachvollziehbar ist, weil für sie auch das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht gilt. Es gibt zivile Gefangene, es gibt Kombattanten, denen vorgeworfen wird, verschiedene Verbrechen begangen zu werden. Auch hier können die Kategorien unterschiedlich sein. Es gibt solche, die eigentlich gar nicht existieren dürften. Das ist eine einfache Situation, das ist das, worüber wir schon sprachen. Aber es gibt auch Kriegsverbrechen, die ihnen inkriminiert werden. Und diese aber objektiv jetzt zu prüfen, ist für uns zurzeit auch unmöglich. Außerdem gibt es Personen, die durch ukrainische Gerichte verurteilt worden sind, dort in Haft waren und nach Russland gebracht worden sind. Es gibt Personen, die auf den bereits okkupierten Gesetzen verurteilt worden sind. Das können Strafvergehen gewesen sein, das können aber auch Vergehen Widerstand gegen die russische Armee gewesen sein. Es gibt noch verschiedene andere Kategorien, also viele unterschiedliche Situationen, die dazu geführt haben, dass Menschen verschleppt worden sind und viele Kategorien, in die das eingeordnet werden kann. Wir würden gerne einen weiteren Bericht formulieren. Wir haben das sogar diskutiert darüber, was mit ukrainischen Staatsbürgern zu geschehen hat und Staatsbürgern von Drittstaaten, die auf dem Gebiet der Ukraine festgehalten, verhaftet, verschleppt worden sind, etc. Jetzt haben wir erst einmal beschlossen, dies als kleinen Artikel in unseren Bericht aufzunehmen, als obwohl wir die Situationen nicht kennen, die Zahlen nicht kennen und uns nicht vorstellen können, wie die Situation sein wird zu dem Zeitpunkt, wenn unser Plan umgesetzt werden wird. Vielleicht werden einige dieser Probleme bereits geklärt sein, wenn die militärischen Handlungen bereits abgeschlossen sein werden, dann wird ein Teil dieser Vorgänge abgeschlossen sein. Vielleicht wird aber alles noch viel komplizierter sein. Was allerdings Kriegsgefangene betrifft, ich sage das bereits, hier ist die Situation ganz klar nach dem internationalen, nach dem humanitären Völkerrecht. Wir gehen davon aus, dass die neue Regierung keine Kriegshandlungen mehr begehen wird und alle Kriegsgefangenen werden freigelassen und repatriiert in ihre Heimat. Dasselbe betrifft auch zivile Opfer, die festgehalten werden, vollkommen gesetzeswidrig, ohne minimale formale Grundlagen. Auch diese Zivilisten müssen automatisch freigelassen und werden und ihre Heimat zurückkehren, denn es gibt absolut keinen Grund für sie, in Russland festgehalten zu werden, erst recht nicht hinter Gittern. Diejenigen, die verurteilt worden sind für Vergehen und Verbrechen in der Ukraine, wenn dies nicht Gewaltverbrechen betrifft, schlagen wir hier eine Amnestie vor. Das sagte Sergej bereits und es schließt auch nicht aus, dass individuelle Fälle geprüft werden. Oder Verbrechen, bei denen es keine eindeutigen Opfer gab, also formale sozusagen Formalitäten, auf deren Grundlage eine Verurteilung erfolgt ist.
Personen, die Gewaltverbrechen begangen haben sollten, der Ukraine zurückgegeben, überstellt werden, damit die ukrainische Regierung entscheiden kann, wer tatsächlich ein Verbrechen begangen hat und wer nicht. Und die ukrainischen Gerichte und das ukrainische Recht sollte für diese Personen gelten. Was die Militärs betrifft, die verurteilt wurden für Militärverbrechen, sind wir der Meinung, dass die neue Regierung und die ukrainische Regierung dann sich über einen Austausch einigen, damit diese Personen ebenfalls in die Ukraine zurückkehren können. Und wir gehen davon aus, dass das internationale humanitäre Völkerrecht sowohl von Russland als auch von der Ukraine eingehalten werden. Das heißt, Personen, die tatsächliche Verbrechen begangen haben, werden bestraft werden, im Gegensatz zu Personen, denen ausgedachte Verbrechen inkriminiert wurden. Und es gibt außerdem Strafvergehen, die darauf basieren, einfach an einer Beteiligung an dieser militärischen Sonderoperation, dies steht nicht auf dem Boden des Völkerrechts. Das betrifft sowohl die Nationalgarde der Ukraine als auch die Armee der Ukraine. Hier gibt es aus unserer Sicht keine Grundlage für eine Strafverfolgung für die Beteiligung an diesem Krieg. Außerdem sind wir der Meinung, dass die Filtrationspunkte, also diese schwarzen Punkte, die Keller, illegalen Keller etc., müssen sofort geschlossen werden und die Personen, die dort festgehalten werden, müssen freigelassen werden, wenn es keine Grundlage gibt. Wenn es eine Grundlage gibt, dann, wie vorhin erklärt oder erläutert, muss eine Prüfung dieser Grundlagen erfolgen. Vielen Dank, Maria Cicilova. Wir hatten unter den Freiwilligen eine Diskussion darüber, ob wir Rehabilitation auch als Rehabilitation verdolmetschen sollten. Aber nachdem sie gesprochen hat, werden sie diese Feinheit verstehen. Es wird um die Wiederherstellung von Rechten und den Prozess der Rehabilitierung gehen und überhaupt über die ganze Prozedur, die dann anfangen wird, starten wird, was meiner Meinung nach noch wichtiger ist als die einfache Freilassung von politischen Gefangenen. Guten Abend. Vielen Dank, Nastja, an dich und an dein Team von Первым Рейсом oder First Flight, dass wir an dieser Arbeit mitarbeiten konnten. Und ich habe an der Wiederherstellung der Rechte und der Rehabilitierung an diesen Themen mitgearbeitet und will heute ein paar Worte sagen zu Arten und möglichen Instrumenten und zu den Maßnahmen, die aufgehoben werden müssen, nach unserer Meinung. Ich beginne damit, dass die Wiederherstellung von Rechten ein komplexer Prozess ist. Er ist nur möglich, wenn allgemeine und individuelle Maßnahmen angewandt werden können. Der Prozess der Wiederherstellung von Rechten umfasst drei Methoden. Das bedeutet erstens Restitution, die angewandt wird, wenn alles noch zurückgegeben werden kann in der Situation und eine sozusagen Rückkehr zu der Situation. Außerdem ist eine Kompensation von Schaden. Und das dritte ist eine Rehabilitierung, also eine Wiederherstellung von Rechten und des Status von Personen, die im Ergebnis der Verfolgung sozusagen gelitten haben. Wir gehen hier aus, dass wir über Personen sprechen, die freigelassen werden auf der Grundlage von Aufhebung von repressiven Artikeln. Wie Oleg schon sagte, pardon, ich bin so aufgeregt, deswegen habe ich Ihren Namen jetzt verwechselt. Sorry. Und natürlich bin ich der Meinung, dass die Aufhebung oder dass der Rehabilitierung auch Personen
unterworfen sind aufgrund von der Aufhebung von Gerichtsakten im Zusammenhang mit extremistischen und terroristischen Straftatbeständen oder der Interpretierung von Rechtsprechung. Das sind also die drei Kategorien von Personen, die freigelassen werden müssen. Wir sind der Meinung, dass ein bestimmter Rahmen gesetzlich festgelegt werden muss für Personen, die Gerichtsurteile bekommen haben. Und ich würde sagen, dass die heutige Gesetzgebung für Personen, für schwere und schwerste Tatbestände jetzt bestimmte Rahmen auferlegt. Zum Beispiel, wenn wir über Terrorismus sprechen, also die Rechtspraxis gilt hier selbst für einen Post in den Social Media, in den sozialen Netzwerken. Wir sind der Meinung, dass das Register des Rosfin Monitoring ebenfalls nicht mehr angewandt werden darf, wie zum Beispiel die Nutzung von Bankkonten. Eine Person, die also in dieses Register aufgenommen wurde, kann pro entsprechendem Gesetz nicht mehr als 10.000 Rubel im Monat ausgehändigt bekommen. Das sind weniger als 100 Euro. Und alle anderen sozialen und sonstigen Auszahlungen bedürfen einer gesonderten Zustimmung. Außerdem sind Personen, die in das Register des Rosfin Monitoring aufgenommen sind, von Berufsverbot belegt. Aus eigenartigen Gründen hat zum Beispiel der Gesetzgeber auch festgelegt, dass das Berufsbild Crowdfunding verboten werden muss. Sehr eigenartig, aber viele andere. Diejenigen, die das in das Register aufgenommen sind, dürfen keine Massenmedien gründen, keine religiösen Vereinigungen gründen, etc. Ich bin der Meinung, dass alle, die für extremistische Handlungen verurteilt sind, befreit werden müssen von der Beschränkung der Wahlrechte. Außerdem sind wir der Meinung, dass auch Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsaufsicht aufgehoben werden muss. Der Sergej hat sich ja da schon vertieft, warum dies zulässig ist und warum es nicht. Außerdem, wenn wir über den Status sprechen, der wiederhergestellt werden muss, und natürlich auch materielle Werte. Es geht hier aber auch um die Wiederherstellung der Staatsbürgerschaft oder zum Beispiel die Aufhebung der Blockierung von persönlichen Posts oder sonstigen Meinungsäußerungen im Internet. Und das Letzte, was ich jetzt noch bemerken möchte, ist die Kompensation von Vermögenswerten, also von entgangenem Gewinn oder auch von direkten Schaden, wie zum Beispiel medizinische Kosten oder Kosten für Rechtsanwälte. Außerdem die Kompensation von moralischen Schäden, welche durch das Gericht festgesetzt werden muss nach der Untersuchung des Falls. Zum Beispiel nach der Untersuchung, wo diese Person ihre Haftstrafe verbüßt hat, welche Krankheiten diese Person erlitten hat im Ergebnis der Haftstrafe. Außerdem muss auch der Tod von nahen Angehörigen mit bedacht werden während der Haftstrafe und natürlich die Schwere der moralischen Schäden, die während der Haft zugefügt wurden. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt das Wort an Denise. Und zwar soll es jetzt darum gehen, wie die Kommission aufgestellt werden soll, welche Kompetenzen sie haben wird, wie individuelle Fälle betrachtet werden sollen, welche Prinzipien der Arbeit der Kommission zugrunde legen werden und eine gewisse Roadmap, wie dieser Prozess ablaufen kann in der Zukunft, gesetzgeberisch, in der Praxis. Wir haben auch hier eine Folie dazu. Guten Abend, liebe Freunde.
Auch ich möchte mich bei Anastasia und beim gesamten Team Birvim Reysam, The First Flight, für die Organisation des Prozesses, für die Konzeption, für die Diskussion bedanken. Vielen Dank auch an die Böll-Stiftung, dass Sie uns hier diese Möglichkeit gegeben haben, bei Ihnen diese Diskussionsveranstaltung durchzuführen und diese Ideen nicht nur im Rahmen der russischen Zivilgesellschaft zu diskutieren, sondern auch gemeinsam mit der deutschen Zivilgesellschaft. Das ist von uns von ganz großem Wert. Und vielen Dank an alle, die heute hier Abend hergekommen sind. Ich freue mich, Sie hier zu sehen. Was die Organisation der Kommission betrifft, so haben wir in unserer Arbeit in erster Linie uns auf inhaltliche Fragen konzentriert, das heißt darauf, was die Kollegen hier schon dargestellt haben, wie man in möglichst kurzen Fristen eine möglichst große Anzahl von Menschen befreit, die eigentlich hätten nie eingesperrt werden sollen. Während der Tätigkeit haben wir dann einige Randbemerkungen trotzdem noch gemacht, Ideen oder Gedanken notiert, die uns in der Diskussion gekommen sind und die auch wichtig sind, wenn wir versuchen zu überlegen, wie die Kommission später tätig sein kann und wird. Und einige dieser Ideen würden wir Ihnen jetzt gern vorstellen. Das ist also wiederum keine abschließende Architektur der zukünftigen Kommission mit schon fertigen Satzungen, sondern das sind eher Prinzipien. Was die Prinzipien betrifft, nach denen die Kommission aufgestellt werden sollte, dann ist natürlich die Transparenz ganz wichtig, weil die Kommission hat eine große soziale Funktion. Es geht um die Befreiung von Menschen, die nicht hätten eingesperrt werden sollen. Das ist die Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Dann ist ein wichtiges Prinzip die Repräsentativität. Es soll also kein überstehendes, irgendwie einseitig ausgerichtetes Organ sein, sondern es muss sehr repräsentativ sein. Das Fachwissen ist sehr wichtig. Es ist ja eine riesige Aufgabe, die vor der Kommission steht. Und das Fachwissen muss deswegen sehr tief sein und sehr auch breit gefächert. Dann ist der Pluralismus und die persönliche Verantwortung sehr wichtig. Wenn wir über die Prinzipien der Organisation der Kommission sprechen, die sich mit der Befreiung von politischen Gefangenen befassen soll, haben wir eben uns auch unterhalten, ob es richtig ist, eine Auflage für Vertreter politischer Parteien zu machen oder solcher oder religiöser Organisationen. Und in dieser Diskussion, während dieser Diskussion, haben wir halt die Meinung herausgearbeitet, dass solche Auflagen unzweckmäßig sind, vielleicht sogar kontraproduktiv. Weil in der Regel bei kirchlichen oder anderen Vertretern ja auch viele Verbindungen mit der Gesellschaft besteht. Wenn wir zum Beispiel wieder die Zeugen Jehovas nehmen, und dann könnten Vertreter aus dieser Organisation viel schneller auch, weil sie halt Zugang zu der Community haben, Zeugen finden, Rehabilitation vorbereiten und so weiter. Aber wir wissen natürlich, dass die Kommission kein erneutes Schlachtfeld für politische Ansichten werden soll. Es geht ja hier um das allgemeine Ziel, das Recht wiederherzustellen und politische Gefangenen frei zu bekommen. Deswegen war es uns wichtig, hier auch die persönliche Verantwortung der Kommissionsmitglieder mit aufzuschreiben. Es können also sehr wohl Menschen teilnehmen, die in politischen Parteien Mitglied sind, aber für ihre Arbeit in der Kommission tragen sie persönliche Verantwortung. Das ist keine Parteipolitik. Dann ist die persönliche Reputation ganz wichtig. Hier würde ich gerne noch näher darauf eingehen, weil bei einer solchen Kommission können natürlich nur Menschen teilnehmen, die selber keine Straftaten begangen haben. Dabei rede ich nicht um diese Fake-Anschuldigungen, Diskreditierung oder Fake-Nachrichten über die Streitkräfte, sondern tatsächliche Strafsachen.
Das ist natürlich ausgeschlossen. Dann sind wir der Meinung, dass auch keine Personen in der Kommission teilnehmen können, die unethisch gehandelt haben. Das sind vielleicht noch keine Strafsachen, aber trotzdem Taten, die das Vertrauen in die Kommission untergraben würden. Hier haben wir auch einige Ideen fixiert, wie man das umsetzen könnte, unter anderem auch in der Kommission selbst. Ist es also wichtig, dass dort ein gesondertes Organ befindet oder gegründet wird, welches sich mit ethischen Fragen befindet. Es wird sicherlich auch dazu Streitigkeiten geben, was möglich ist und was nicht, vor allen Dingen, wenn es um die Diskreditierung von Persönlichkeiten geht. Es ist also ganz wichtig, dass die Kommission auch einen solchen Ethikmechanismus integriert. Dann sind es weitere Prinzipien wie zum Beispiel Flexibilität oder auch Stabilität. Das ist natürlich sehr allgemein formuliert. In unserer Konzeption gibt es einige Beispiele, um das zu erläutern. Was Flexibilität betrifft, dazu komme ich später noch mal, wenn es um Expertise und Erfahrung geht. Was Stabilität betrifft, hier ist wichtig, dass die Arbeit der Kommission und die Konzeption, die wir vorstellen, vorsieht, dass man möglichst schnell politische Gefangene frei bekommt. Natürlich wird es eine gewisse Zeit dauern. Und deswegen ist es wichtig, dass es eine gewisse stabile Zeitdauer für die Arbeit dieser Kommission gibt, dass das nicht so einmal Aktionen sind und dann die Kommission neu zusammengewürfelt wird. Was die Kompetenzen der Kommission betrifft, ist das sicherlich eins der wichtigsten Momente. Als wir diskutiert haben, wie die Konzeption aussehen kann, haben wir immer versucht, auch hier dieses Gleichgewicht zu bekommen, die Operativität, die Schnelligkeit, die Effizienz. Und gleichzeitig wollten wir natürlich nicht, dass die Kommission zu einem Unrechtsorgan wird, welches alle möglichen Kompetenzen in sich vereint und somit auch wieder zu Missbrauch führen kann. Somit sind die Kompetenzen auch detailliert festgeschrieben. Man kann sie in vier Blöcke unterzeichnen. Das sind gesetzgeberische Kompetenzen, wenn es zum Beispiel um die Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen geht oder wenn es um Amnestiegesetzgebung geht, Dinge, die man möglichst schnell machen muss, um die Menschen frei zu bekommen. Dann ist es natürlich Kompetenz im Bereich Fachwissen, Expertise. Es ist sehr wichtig, dass Gutachten erstellt werden, dass man Listen zusammenstellt von Personen, die zum Beispiel psychiatrisch behandelt wurden gegen ihren Willen oder andere Listen. Das können Sie in der Konzeption detailliert nachlesen. Dann sind es auch Vertretungsfunktionen. Was meine ich hier? Repräsentative Funktionen. Die Kommission muss ein gewisser Facilitator sein, um einen Menschen, der praktisch auf keine Ressourcen mehr zurückgreifen kann, der vielleicht gefoltert wurde, der vielleicht von Informationen abgeschnitten ist. Russland ist schließlich ein großes Land. Sodass die Kommission proaktiv arbeiten sollte und den Menschen hilft, sich möglichst schnell sich an die Organe wenden kann, die letztendlich die Freilassung veranlassen können. Also hier geht es darum, diesen Menschen in ihren Rechten zu helfen. Auch wenn Strafgefangene den Antrag einreichen, dass die Sache neu verhandelt wird, dass man damit eine Expertenmeinung unterstützt. Und ganz wichtig ist natürlich das Monitoring. Die Kommission muss auch die Prozesse überwachen, die eingeleitet werden, dass die Listen nicht verloren gehen, dass die Behörden
angesichts der tausend Dinge, die Sie ja eigentlich gleichzeitig machen müssen, auch nach wie vor die Liste der Menschen, die zu befreien sind, ständig vor sich haben, dass diese nicht verloren gehen. Also ein Monitoring, und unter anderem gehört da auch die Veröffentlichung von Informationen über politische Repressionen. Die nächste Folie, die fällt vielleicht ein bisschen aus der Logik raus, weil hier geht es um die Einzelfallprüfung, von der auch Sergej sprach. Aber hier, denke ich mal, ist besonders auch sichtbar, welche Kompetenzen die Kommission innehaben sollte. Wenn zum Beispiel im Strafgesetzbuch Artikel annulliert werden, wenn Amnestie stattgefunden hat oder wenn es um Sachen geht, wo jemand Drogen untergeschoben worden. Wir kennen alle die Namen wie Yuri Dmitriev und so weiter. Man wird auf diese Personen natürlich besonders achten. Sie werden Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber es gibt noch viele Menschen, die auch strafrechtlich verurteilt wurden, aber die vielleicht nicht bekannt sind. Und es ist wichtig, dass diese Menschen in den bürokratischen Mühlen nicht verloren gegangen sind. Deswegen hier diese Einzelfallprüfung. Die Personen selber können sich an die Kommission wenden. Die Kommission sammelt Informationen mit Fördergruppen, mit anderen Aktivisten, setzt sich mit Orten und Behörden und Instanzen in Verbindung, die Informationen verfügen, und wird dann entscheiden, ob das hier ein Gnadengesuch wichtig ist oder Amnestie oder ob es eine neue Gerichtsverhandlung geben muss. Und deswegen ist auch wichtig, dass die Kommission hier Kompetenzen hat, um Arbeitsgruppen zum Beispiel zu bilden. Die nächste Folie bitte. Was jetzt die personelle Zusammensetzung betrifft, in der Situation, in der die Konzeption umgesetzt werden kann, also diese Situation kennen wir natürlich noch nicht. Da hängt sehr viel von konkreten Umständen ab, vom konkreten Kontext. Aber was uns wichtig erscheint, ist, dass in der Kommission Menschen und Personen vertreten sind, die ganz unterschiedliche Erfahrungen, einen ganz unterschiedlichen Background haben. Es müssen Personen sein, zum Beispiel aus großen gesellschaftlichen Organisationen oder auch aus den Medien oder eben auch lokale Initiativen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Es ist wichtig, dass die Mitglieder der Kommission juristische Kenntnisse haben, praktische auch, dass sie auch in Menschenrechtsorganisationen vielleicht schon tätig waren, dass sie in Medien gearbeitet haben, weil gerade Medien und NGOs sind auch die Organisationen, die teilweise sogar noch mehr als die Anwaltschaft über einschlägiges Wissen in diesem Bereich verfügen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass auch Experten dabei sind, die vielleicht auch im Exil waren oder auch innerhalb des Landes tätig waren. In der Konzeption sehen wir also auch vor, dass auch internationale Teilnehmer hier mitarbeiten können. Da haben wir noch nichts festgeschrieben. Das können allgemeine Mitglieder sein oder auch Beobachter oder Referenten. Da gibt es unterschiedliche Formate, aber in unseren Augen wäre das auch sehr wichtig. Und abschließend möchte ich zur Roadmap etwas sagen. Diese 6 Punkte, das sind nicht 6 Schritte, die man nacheinander gehen muss, sondern das sind eher Bewegungen, die gleichzeitig erfolgen müssen und manche sogar mehrmals hintereinander. Um das nochmal zusammenzufassen, was wir hier schon besprochen haben, was man machen muss, um politische Gefangenen in Russland frei zu bekommen. Das ist also die Einführung von Novellierung in die Gesetzgebung. Das ist die Reduzierung der Artikel im Strafgesetzbuch. Das ist Amnestie. Das ist Berufung des obersten Gerichts. Hier haben wir uns natürlich auch erstmal auf die bestehenden Organe der Gerichtsbarkeit verwiesen, was
es ist auch wichtig, dass die obersten Gerichte deswegen angerufen werden, damit sie Gerichtsurteile aufheben, zum Beispiel in Fällen, wo Organisationen als extremistisch eingestuft wurden. Dann ist es natürlich auch die Anrufung anderer Gerichte für die beschleunigte Überprüfung von Einzelurteilen, also auf der Einzelfallbasis. Wichtig ist, dass die bürokratische Maschinerie hier nicht diese ganzen Probleme verschlingt und wieder zerreibt. Deswegen versuchen wir immer, die ganzen Gnadengesuche oder überhaupt Amnestie und Begnadigung immer wieder schneller durchzuführen. Und Monitoring, ganz wichtig. Vielen Dank, Denis Scherf, Mitglied des Vorstands des Zentrums für Menschenrechte von Memorial. Ich denke, außer der Erarbeitung der Konzeption, es waren ja viele Juristen dabei, aber wir haben versucht, das nicht als Bericht für Experten zu formulieren, denn natürlich sprechen viele Juristen darüber, aber wir wollen auch, dass Menschen, die nicht unmittelbar Juristen sind, die nicht in Menschenrechtsorganisationen mitarbeiten, ihre Sicht äußern. Andrei Pivovarov konnte im Gefängnis solche Dokumente nicht sehen. Er wurde im August im Rahmen des historischen Austausches freibekommen. Auch Andrei hat sich die Konzeption angeschaut, hat sie kommentiert. Andrei, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und es ist vollkommen erstaunlich. Noch vor ein paar Monaten war ich sozusagen ein Subjekt, das behandelt wird in dieser Arbeit. Und jetzt darf ich es kommentieren. Und der jetzige Status gefällt mir natürlich viel besser als der vorherige. Vielen Dank für die Einladung. Was ich gleich sagen will, ich habe dieses Dokument zweimal gelesen und ich wollte sozusagen Dinge finden, an denen ich mich aufhängen kann und sagen kann, das stimmt nicht, das sollte nochmal überdacht werden. Ich habe nichts gefunden. Keine Artikel, keine Kommentare, keine Unterlassungen. Deswegen spreche ich lieber mehr über die Aktualität und über mein persönliches Beispiel. Anastasia sagte ja bereits, und Herr Kaufmann sagte es auch, dass es schwer ist, über eine Aktualität zu sprechen. Denn es ist tatsächlich so, dass es jetzt vielleicht noch keinen Grund gibt, zu sagen, dass diese Arbeit nicht im Schreibtisch verschwindet, sondern aktuell wird. Ich würde sagen, dass die These von Nastja tatsächlich wahrscheinlicher ist. Veränderungen in Russland passieren sehr plötzlich. Außerdem, das Bild, was in den Westen gezeigt wird, unterscheidet sich ja sehr von der Realität. Wir sehen Schwierigkeiten an der Front, wir sehen wachsende Schwierigkeiten in der Wirtschaft. Ich denke, dieses System erlebt einen großen Stress und ich denke, dass die Änderung dieses Systems in kurz- und mittelfristiger Perspektive ist sehr wahrscheinlich. Deswegen brauchen wir solche Dokumente. Warum es auch noch aktuell ist. Dieser Bericht betrifft ja zum Teil auch militärische Artikel und die Militärzensur. Ich war vor kurzem bei der Sitzung der UNO zum Bericht von Maria Kassarova. Und auch dort ging es um das Thema von möglichen Friedensverhandlungen. Ich will jetzt den politischen Bereich gar nicht berühren. Das entscheiden in erster Linie die Ukraine und die Personen, die dort mitarbeiten. Aber worüber die Politiker sprachen, war, dass bei dem Erreichen einer jeglichen Vereinbarung, eine Befreiung der Kriegsgefangenen und auch der Verhafteten und der Repressalien sofort gelöst werden muss. Deswegen sind solche Dokumente und dieser Bericht so wichtig. Und ich denke, das ist ein Bericht, der sehr nützlich sein wird in dem Moment. Und erst recht wird er nützlich sein bei einem Machtwechsel in Russland und wir nicht nur politische Gefangene, sondern alle Opfer frei bekommen werden. Ich halte mich für einen russländischen Politiker und uns wird ja oft vorgeworfen, dass wir keinen Plan haben. Und es heißt, das einzige Thema, was uns vereinigen würde, seien politische Gefangene, weil niemand jemals sagen würde, dass sie dagegen wären, gegen eine Freilassung.
Und deswegen kann ich sagen, dass dieser Bericht einen nachvollziehbaren Maßnahmenplan darstellt, der von allen akzeptiert werden wird, die jetzt politisch aktiv sind. Und das ist großartig, weil es ein fertiger Maßnahmenplan, ein fertiger Roadmap. Einzeln hätte niemand von uns so ein Dokument erarbeiten können. Und deshalb möchte ich ein paar Beispiele mit Ihnen teilen. Momente, als ich verstanden habe, warum dieser Bericht so wichtig und so aktuell ist. Es ist ja tatsächlich so, dass wenn diskutiert wird, dann heißt es hier, es gibt diese Liste von Memorial und dann heißt es aber, nicht alle sind aufgenommen, nicht alle gehören dazu. Und egal wie viel man arbeitet, egal wie viele Personen mitarbeiten, man kann trotzdem nicht alle Personen erfassen, die in Russland Repressionen unterworfen sind. Das sind inzwischen Hunderte, Tausende Menschen. Wir können sie nicht erfassen. Ich hatte zum Beispiel die Situation, dass ich aus Krasnodar nach Karelien fuhr, mit im Zugwaggon und ein Typ saß neben mir oder war in der Nähe, ein Tatare, ein Krim-Tatare, sehr schweigsam. Und er hatte sehr große Angst, seinen Namen zu nennen. Und er hatte auch Angst, in ein Gespräch zu treten. Aber meistens ist es so, wenn jemand in den Waggon reinkommt, erfährt man den Namen und die Haftlänge. Er hat 10 Jahre bekommen. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen. Er hatte große Angst. Ich habe dann selbst mich vorgestellt, über mich erzählt. Und da wurde er etwas offener. Und als ich gehört habe, 3 Jahre Gefängnis und 7 Jahre Strafkolonie, da hat er sozusagen so getan, als würde er weiterlesen, aber er wurde trotzdem offener und er hat aus ideologischen Gründen eine solche Haftstrafe bekommen. Er hat versucht, mir ein bisschen was zu erzählen, aber ich glaube nicht, dass er politischer Gefangener in irgendeiner Liste ist. Er hat diese Strafe bekommen, er wird von seiner Familie unterstützt werden und ich denke nicht, dass er in irgendeiner Liste ist, nicht weil die Kollegen ihn nicht gefunden haben, sondern weil er das vielleicht selbst nicht wollte. Er hat die Strafe akzeptiert und war sehr still. Ein weiteres Thema, was Kollegen auch hier schon angesprochen haben, ist die Frage der, der Haftbedingungen. Das ist eine Kategorie, die auch schwierig ist, weil da sind Personen, Strafgefangene, die aus der Kolonie kommen. Und diese Personen kamen dann auch nach Krasnodar. Überall hin nach Russland, aber ich habe sie in Krasnodar da getroffen. Und ja, das waren Häftlinge, Häftlinge, die für Straftaten in der Ukraine verhaftet worden sind. Die sind von dort sozusagen mitgenommen worden und nach Russland gebracht worden. Das sind ja auch Menschen, die irgendwie Gesetze verletzt hatten, also irgendwas geklaut oder Autos gestohlen oder so. Aber wie sie... Die Haftbedingungen sind absolut andere als die für Russländer. Sie werden gefoltert, sie werden vergewaltigt. Und sie haben mir erzählt, wir fuhren von Cherson, sagten sie. Uns wurde alles weggenommen. Wir wurden in Simferopol grausam geschlagen. Und eigentlich sind sie Strafgefangene und müssten dieselben Rechte haben. Aber sie werden sehr viel grausamer behandelt als russländische Strafgefangene. Selbst die russländischen sind in keiner guten Lage, aber solche Fakten, dass die Menschen wenigstens das Recht, wenn schon nicht auf eine Rehabilitierung, dann auch eine Kompensation ihrer Schäden und Verluste ein Recht haben. Ich war nicht lange Zeit in Haft, aber in der kurzen Zeit habe ich sehr viele Erfahrungen gemacht und ich habe Ihren Bericht analysiert. Ich habe keine Lücken gefunden und ich denke, diese Roadmap ist sehr wichtig für Menschenrechtler und für die Personen, die jetzt vielleicht sich kümmern um neue Gefangenenaustausche oder die Personen, die jetzt bereits an Verhandlungstische streben,
für egal welche, aber Vereinbarungen, die getroffen werden können. Deswegen vielen Dank für Ihre Arbeit. Vielen Dank. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit für Fragen. Das Dokument ist ja sehr umfangreich. Drei Fragen würden wir jetzt erstmal zulassen. Олег Орлов, natürlich werden wir ihm das Wort geben. Ich sehe fünf Hände. Wir lassen diese fünf Fragen zu, aber bitte sehr kurz. Vielen Dank. Liebe Kollegen, erstens vielen Dank für den Bericht. Ich bin Maria Krasova. Ich bin Juristin bei OVD-Info. Früher war ich Anwältin in Гражданское содействие. Jetzt arbeite ich in Berlin mit Flüchtlingen. Ich habe folgende Frage. Und es wäre schön, die zu diskutieren. Mir fehlt ein wenig eine Idee. Alle russischen Menschenrechtler wissen, dass die Gerichte eine Spezialisierung haben. Ich habe jetzt hier nichts gesehen über eine Aufarbeitung der Handlungen von Gerichten und von Richtern. Das können wir im Prinzip jetzt schon analysieren, dass bestimmte Richter bestimmte Straftatbestände auf eine bestimmte Art und Weise behandelt haben. Man könnte jetzt damit beginnen. Eine weitere Idee? Ich arbeite jetzt viel mit Flüchtlingen. Das ist eine Kategorie, die sozusagen rausfällt aus unseren Menschenrechtsthemen. Das sind keine Medien, das sind keine russländischen Menschenrechtler, das sind einfach Personen, die geflohen sind, weil ihnen ihr Business weggenommen wurde oder weil sie gequält worden sind oder weil sie einfach rausgedrängt worden sind. Es ist eine relativ große Kategorie und ich denke, wenn wir darüber nachdenken, die Handlung von Richtern zu analysieren, dann sollten wir auch darüber nachdenken, dass wir zum Beispiel Verhaftungen sehen für eine Organisation für illegale Migration. Wenn das nicht so eine große Organisation wäre, dann würde auch sie rausfallen aus diesem Rahmen, im Rahmen dessen Hilfe geleistet wird. Also außer der Analysierung der Strafrichter würde ich in die Roadmap auch diesen Punkt aufnehmen. Okay, vielen Dank. Dann sammeln wir jetzt mal die Fragen. Олег Орлов. Ups. Also, Sie hören mich, ja? Erstens möchte ich mich der Meinung von Andrei Pivoverov anschließen. Ich schätze dieses Dokument sehr. Sie haben eine riesige Arbeit geleistet. Ihr habt eine riesige Arbeit geleistet. Vielen Dank und Glückwünsche an das Team, welches dieses wichtige Dokument, diesen Bericht erarbeitet hat, diese Roadmap. Eigentlich müsste es ja sehr viele von solchen Roadmaps geben. Aber doch, habe ich viele Fragen. Ich werde mal eine auswählen. Ich setze mich mal nieder, weil ich da meine Notizen habe. Ich frage mal zum Thema der Freilassung der ukrainischen Staatsbürger, die in Russland sitzen. Sie schlagen also vor, dass ukrainische Staatsbürger, die für Kriegsverbrechen verurteilt sind, ausgetauscht werden müssen gegen russländische Staatsbürger, die nach derselben Kategorie sitzen. Da stellt sich mir aber die Frage, ihr stellt sozusagen ein Gleichheitszeichen her zwischen den Menschen, die bei uns verurteilt worden sind, ohne eine wirkliche Rechtsprechung, das heißt nach sehr oft gefälschten Anklageschriften, und unseren Militärangehörigen, also Russländischen, die tatsächlich große Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen haben und dort rechtmäßig verurteilt wurden mit Rechtsanwälten etc. etc. Das ist Punkt Nummer eins. Dann aber
Ihr sagt zum Schluss eures Berichts in dem entsprechenden Teil, dass alle Verbrechen in Bezug auf Bürger der Ukraine aufgeklärt und verurteilt werden müssen. Mehr noch, ihr schlagt sogar vor, solche Personen auszuliefern, denen solche Verbrechen vorgeworfen werden, an die Ukraine ausgeliefert werden. Glaubt ihr nicht, dass es ein riesiger Widerspruch ist? Also zuerst schiebt die Ukraine oder gibt die Ukraine die Verbrecher nach Russland, liefert sie aus und glaubt ihr wirklich, dass in Russland jemand, der ausgeliefert worden ist und der gesessen hat, dass er gleich freigelassen wird? Ihr könnt sicher sein, dass er nie wieder verurteilt werden wird. Und diese Idee ist ja relativ seltsam. Also entweder ein Prinzip oder das andere Prinzip. Ihr wendet hier zwei widersprüchliche Prinzipien an in diesem Dokument. Die anderen Fragen, die ich auch noch habe, stelle ich jetzt nicht. Vielen Dank. Hallo und vielen Dank für die Möglichkeit, hier mitzudiskutieren. Ich will die Frage über die Gerichtsbarkeit und die Gerichtsreform ein bisschen weiter fassen, weil die Reform der Gerichtsbarkeit ist eines der wichtigsten Fragen in Russland. Meine Frage ist, sind Sie der Meinung, dass diese Roadmap umgesetzt werden kann, während die Gerichtsreform läuft, oder sollte die Gerichtsreform vorher abgeschlossen sein, um das möglich zu machen? Меня зовут Эдит. Redner sagen, das ist eine unglaubliche Arbeit, dass man von einer Roadmap spricht, während wir wissen, was in Russland und mit diesem Krieg gegenüber der Ukraine passiert und wie viele Menschen darunter leiden müssen. Und dass dieses Dokument, egal wie viel man daran kritisiert, ein Hoffnungszeichen ist für alle, die im Gefängnis sitzen, wo auch immer, ob dort oder hier. Also das ist eine sicher sehr wirkungsvolle Initiative, die ergriffen wurde. Ich frage mich vor allen Dingen, welche rechtliche Struktur die Kommission hat. Weil die Kommission arbeitet ja, wenn ich das sehe, praktisch wie ein Gericht. Und wenn es aber keine Legitimation für eine Rechtsprechung, eine richterliche Aktivität gibt, wie soll die Kommission dann funktionieren? Also ich verweise zum Beispiel auf den Fall Ruanda. Dort gab es intern im Land keine Möglichkeit, Recht zu sprechen. Und das Ergebnis war dann, dass ein internationales Tribunal eingerichtet wurde, um dort dann wirklich Recht zu sprechen und das erst nach vielen Jahren, nach diesem schrecklichen Geschehen in Ruanda. Also das ist mir nicht klar, welche rechtliche Funktion die Kommission hat in Russland eben. Und wenn der Staat sich nicht ändert, kann sich eigentlich auch keine richterliche Struktur behaupten. Und die letzte Frage, die fünfte Fragende. Vielen Dank. Ich heiße Julia. Meine Frage betrifft auch die Kommission, wie sie gewählt wird, wie sie zusammengesetzt wird. Das ist sicherlich ferne Zukunft. Und es ist schwierig zu sagen jetzt. Deswegen würde ich gerne die Frage der deutschen Kollegin, die gerade eben gestellt wurde, unterstützen. Und ein weiterer, einfach nur Kommentar. Schade, dass wir heute so wenig Zeit hatten, um unter anderem die Amnestie von Gefangenen zu sprechen, die im Krieg beteiligt waren, was man machen kann nach dem Kriegsende.
Braucht man da noch weitere Verfahren? Muss man noch was diskutieren? Oder werden sie einfach befreit und das war's? Man sieht ja doch oft, dass solche Menschen, also dass sie rückfällig werden. Vielen Dank. Ich glaube, fange ich dann einfach mal an, der Reihe nach hier alles zu versuchen zu beantworten. Vielleicht gibt es unter den Panelisten einen Kommentar? Ja. Also es ist in der Tat nicht so einfach, die Gründe hier zu erweitern, wieso Dinge neu verhandelt werden sollten. Es hängt ja auch von der jeweiligen, vom jeweiligen Tatbestand ab. Und dass Richter, wenn jetzt Richter betrachtet werden, wer welche politische Motive vielleicht selber durchscheinen lässt und wie stark verurteilt, ich denke, das sollte nicht Anlass dafür sein, sämtliche Urteile dieses Richters aufzuheben, weil dieser Richter hat ja garantiert auch in vielen anderen Fällen Recht gesprochen. Darum, natürlich hilft es, wenn es dabei um solche Motive geht, wie wir gerade sprachen, politische Motivationen und so weiter und so fort, da sicherlich ja, aber nicht prinzipiell. Die Kommission soll auch nicht die Rolle eines Gerichts übernehmen. Das ist ein Organ, welches politische Willen kundtut, den politischen Willen zur Freilassung der politischen Gefangenen. Und natürlich wird diese Kommission mit dem Staat zusammenarbeiten und sie hat Kompetenzen, aber nicht die Kompetenzen eines Gerichtes. Wir haben ja hier in der Roadmap auch die verschiedenen Schritte aufgezählt. Und darunter war ja ganz wichtig, die Einführung von Änderungen zur Aufhebung oder Reduzierung bestimmter straf- und verwaltungsrechtlicher Straftatbestände in Rechtsakten. Das muss gemacht werden. Dann kann die Kommission gewählt werden, gerne auch von unten, aber immer im in einer starken Zusammenarbeit mit dem Staat. Natürlich wissen wir, dass auch eine Gerichtsreform nötig ist. Wir haben nicht versucht, hier das Dinge zu umfassen, die nicht umfassbar sind. Wir sprechen hier noch nicht über die strahlende Russland der Zukunft. Wir sprechen ja von einem Russland, welches dabei ist, sich zu ändern, demokratischer zu werden. Und natürlich gehört dazu dann auch die Gerichtsreform. Das sind aber noch weitere Fragen. Wir gehen davon aus, dass die Kommission erstmal mit den Gerichten zusammenarbeiten wird, die dann zu dieser Zeit im Land bestehen. Und die komplizierteste Frage ist natürlich von Oleg Petrovich. Einige Widersprüche in unserer Konzeption. Es kann natürlich sein, dass es da Widersprüche gibt. Natürlich. Wir sprachen jetzt von diesem Idealfall, wo Menschen, die Kriegsverbrechen begangen haben und deswegen Freiheitsentzug haben, dass man die eventuell austauscht, dass dann trotzdem irgendwelche politisch fundierte Entscheidungen getroffen werden. Das kann man nicht ausschließen. Solche Fälle wird es geben, aber wir sprechen von den Zivilisten, die im Gefängnis sitzen, die natürlich ausgetauscht werden sollten, von den Kriegsgefangenen, die natürlich auszutauschen sind. Wichtig ist, dass alle Ukrainer freikommen, die in Russland einsitzen. Da gibt es ja Leute, die überhaupt grundlos einsitzen. Dann gibt es aber auch welche, die wegen Mord einsitzen. Also, dass man hier alle über einen Kamm schert, ist natürlich in der Tat nicht möglich. Wir müssen hier Lösungen finden. Was den Austausch betrifft, da haben wir hier diesen Kompromiss gefunden. Wir haben lange danach gesucht. Ein besserer Kompromiss ist uns nicht eingefallen. Wenn es also dazu bessere oder andere Ideen geben sollte, werden wir sie sehr gern diskutieren und gerne auch berücksichtigen. Also wir wollten hier, weiß Gott, nicht dogmatisch vorgehen in unserer Konzeption. Ich möchte vielleicht noch mal kurz an die Fragen erinnern, die hier gestellt wurden. Und wer hier antworten möchte, bitte schön, sagt Bescheid. Hier geht es unter anderem noch über die
wie gesagt, über die Annullierung sämtlicher Urteile von Richtern, die unrechtmäßige Beschlüsse fassen. Dann geht es um illegale Migration, wo es vielleicht auch um eine dekriminalisierte geht. Das kann man sicherlich damit hinzuzählen. Dann geht es um den Austausch von denen, die Kriegsverbrechen begangen haben, ob das möglich wäre ohne Gerichtsreform. Dann geht es nochmal um die Grundlagen der Tätigkeiten und die Kompetenzen der Kommission. Und es geht um die Arbeit mit denen, die aus Kriegsgebieten zurückkommen und was man mit diesen Menschen machen kann oder machen sollte. Ich möchte vielleicht kurz ergänzen die Antwort von Sergej. Maria und Anton, Sie hatten Fragen gestellt zur Rehabilitierung. Da möchte ich auf zwei Punkte aufmerksam machen, die in unserer Konzeption enthalten sind. Das erste, das hat Nastja schon gesagt, das ist die Auflistung der Artikel, die eventuell natürlich erweitert werden können, die dann bei Begnadigung, bei Amnestie und Rehabilitierung angewendet werden können oder die das betrifft. Und zur Rehabilitierung möchte ich noch ergänzen, dass wir versucht haben, auch hier schon eine mögliche Erweiterung von Artikeln zu berücksichtigen. Wir konnten das aber bislang nur durch diese Einzelfallbeurteilung vorsehen. Es ist also wichtig, dass die ehemaligen Gefangenen oder die Gefangenen sich einzeln bewerben. Das kann über regionale Vertreter gemacht werden, über lokale Strukturen. Mir ist es klar, dass der Zugang hier noch zu beschränkt ist, aber eine gewisse Möglichkeit, sich im Einzelfall um die Rehabilitierung seiner Rechte zu bewerben oder die zu beantragen, ist schon gegeben. Was das Gerichtssystem insgesamt betrifft, denke ich, hier ist natürlich wichtig, dass erst eine Gerichtsreform stattfindet, bevor man die Konzeption vollständig umsetzen kann. Eigentlich wurden die Fragen alle schon beantwortet und ich bin auch einverstanden, vielleicht noch ein bisschen ergänzend. Was Gerichte betrifft, Richter und so weiter und so fort, das Gerichtssystem insgesamt. Unser Ansatz war, dass wir versucht haben, diesen großen Elefanten stückweise zu verzehren. Und wir haben erst mal dieses kleine Stück rausgenommen, Freilassung politischer Gefangene. Das heißt, wir haben bewusst uns nicht in Diskussionen reingelassen, was man mit dem Gerichtssystem prinzipiell macht oder mit dem Justizsystem, wie man Lustration durchführt, wie man Gesetzgebung ändert. Neben den politischen Gefangenen gibt es ja auch viele Menschen, die auf andere Art und Weise Verfolgung ausgesetzt waren. Manche wurden als ausländische Agenten bezeichnet, manche wurden vergiftet, manche hatten Verwaltungsstrafsache am Hals und mussten gigantische Geldstrafen zahlen und so weiter und so fort. Wir haben bewusst den Bereich rausgegriffen, den, es sind ja immerhin trotzdem 40 Seiten geworden, mit diesen politischen Gefangenen. Ich gehe davon aus, dass später andere Initiativen geben wird, die sich andere Stücke dieses riesigen Elefanten ansehen und herausgreifen werden, sodass man letztendlich dann doch ein umfassendes Bild bekommen wird. Was die einzelnen Strafgesetzartikel betrifft, auch hier uns ist klar, dass es nicht umfassend ist. Das sind Skizzen oder Ideen zum derzeitigen Zeitpunkt. Das, was wir hatten, was wir machen konnten. Sie wissen selber, wie bei uns die Staatsduma funktioniert, wie die arbeiten und wie viele neue Straftatbestände die innerhalb einer Woche in die Strafgesetzgebung aufnehmen könnten. Es kann also sein, dass dann noch ganz andere Dinge dazukommen oder manche wegfallen.
Ich denke, der wichtige Beitrag, den wir haben, ist, dass wir hier versucht haben, eine Konzeption aufzusetzen, die auch angepasst werden kann an eine Situation. Zu Oleg Petrowitsch, ich bin mit Ihrem Kommentar teilweise einverstanden, auch mit Ihren Kritikpunkten, teilweise nicht. Wie jede kollektive Arbeit sind wir hier zu einer Art Durchschnitts- oder durchschnittlichem Ergebnis gekommen, ein Kompromissergebnis. Sergej hatte schon gesagt, das ist nicht das ideale Szenario. Am besten wäre es natürlich, man hätte tatsächlich ein internationales Tribunal, welches alle Verbrechen, egal von wem begangen, verhandeln würde, mit unabhängigen Richtern, die nicht politisch engagiert sind und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass es eine solche Möglichkeit auch geben wird. Auch das haben wir jetzt nicht versucht zu umreißen. Wir haben versucht, eine Situation zu überlegen, die mehr oder weniger wahrscheinlich ist, aber Voraussetzung dafür bietet, dass Russland sich kardinal ändern möchte. Ja, vielleicht wird es auch nicht möglich sein, wenn das jetzige Regime sich mit Kiew überhaupt nicht einigen kann, dann ist die Konzeption vielleicht auch hinfällig. Also ich weiß es nicht, ja, wir können nicht in die Zukunft schauen. Es ist ähnlich vielleicht mit Deutschland nach dem Krieg. Da wurden ja auch in Deutschland damals Gerichte zusammengestellt, wo auch Deutsche verurteilt wurden. Und es wurden recht viele Kriegsverbrecher verurteilt, die dann auch strafrechtlich verfolgt wurden und Freiheitsstrafen bekamen. Manche von den Kriegsverbrechern kamen nach 3 Jahren zurück, manche nach 5 Jahren, manche später. Also es war auch, weiß Gott, nicht vollkommen. Aber so ist unsere Welt. Und wir haben versucht, jetzt Vorschläge zu unterbreiten, die in einer möglichen Zukunft umgesetzt werden könnten. Ich wollte auch in erster Linie Danke sagen für die Fragen. Und ich denke, außer dieser Funktion, dass man etwas auf den Verhandlungstisch legt und dass etwas uns hilft, Entscheidungen zu treffen, ist dieser Bericht natürlich auch dazu da, um die Diskussion zu beleben. Deswegen vielen Dank für diese Fragen und Anregungen der möglichen Richtung, in die wir noch schauen müssen, Lustration oder vulnerable Gruppen wie Migranten, queer, religiöse Communities und so weiter. Es sieht so aus, als hätten wir sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Juristen, Menschenrechtler, Journalisten, überhaupt die zukünftige russländische Gesellschaft. Vielleicht ist das nicht mal in einer Generation machbar. Ich würde gerne noch kurz eingehen auf die Frage zum Thema Kommission, denn ich habe ja diesen Teil präsentiert und möchte deswegen sagen, natürlich brauchen wir normative Akte, also Gesetze oder andere Formen von normativen Akten im Rahmen derer die Kommission agiert. Wir haben das jetzt nicht konkret beschrieben, um nicht einfach zu fantasieren, sondern wir haben uns auf die Prinzipien fokussiert. Und wir stellen uns ja auch vor, dass diese Konzeption eine Art Transformer sein kann. Das heißt, wenn wir über ein internationales Tribunal sprechen, dann können wir diesen Teil rausnehmen oder andere Teile uns mehr fokussieren, um zu schauen, in welcher Folge freigelassen wird, etc. etc. Also sehen Sie bitte dieses Programm nicht als ganzheitliches Programm an, sondern als modulbasiertes Programm. Weiterhin, wir haben auch über andere Aspekte betreffs der Kommission nicht fantasieren wollen. Wir haben deswegen die Punkte aufgenommen, die wir nicht in Vergessenheit geraten haben wollen. Zum Beispiel, ich denke an das Fenster der Möglichkeiten, an eine Änderung des politischen Regimes und eine mögliche tiefe Transformation von politischen Instituten in dem Land. Das ist ja dann eine Situation, in der sehr, 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 sehr viele Aufgaben gleichzeitig gestemmt werden müssen. Und man will einfach nicht, dass diese Kommission erst in den nächsten 10, 20 Jahren
anfängt zu arbeiten. Natürlich ist es viel Arbeit, all die Fälle aufzuarbeiten. Aber ich denke, wenn die Kommission anfängt zu arbeiten, das muss gleich ein großer Schritt, ein lauter Schritt sein. Zum Beispiel mit einem sehr bekannten Fall. Und unter denen, die jetzt schon bekannt sind, dann müssen natürlich Personen sein, die Expertise haben, die die Memorialliste zum Beispiel führen oder Personen aus Over-the-Info-Experten, die auch ihre Listen führen. Wir brauchen auch Menschen, Vertreter der Communities, die repressiert wurden, auch Vertreter von Communities zum Beispiel. Wir haben heute über Baymak gesprochen und die Information, die akkumuliert wird innerhalb der Community. Also Vertreter all dieser Communities müssen mitarbeiten und ich denke, das ist eine Aufgabe der Organisationen und der Communities, sozusagen mit Einfluss zu nehmen und Input zu geben, wer noch mitarbeiten muss. Andererseits darf diese Kommission natürlich auch nicht so ein Freundeskreis werden. Das ist ein repräsentatives Organ und deswegen haben wir daran gedacht, dass eine vielfältige Erfahrung auch vertreten sein muss. Das darf keine Organisation nur von Moskauer oder Petersburger zivilgesellschaftlichen Organisationen sein. Das muss eine Organisation sein, die einen sehr breiten Erfahrungsschatz widerspiegelt, eine Gender-Balance aufweist und sonst in jeder Hinsicht divers ist. Dass es eine schwierige Wahl sein wird, jetzt darüber zu diskutieren, erscheint mir nicht zielführend. Ich denke, natürlich brauchen wir einen politischen Willen und wir brauchen auch den Willen der einzelnen Organisationen und Communities, die beitreten werden, die andere Personen vorschlagen werden, um auf diese Grundlage der Prinzipien, die wir wiederum vorschlagen, zur Beteiligung einzuladen. Das ist jetzt wichtig. Vielen Dank. Nur ganz kurz noch zwei, drei logistische Fragen. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Kopfhörer und Empfänger abzugeben. Zweitens, wir haben 20 Minuten ungefähr, um informell. Nina, haben wir diese 20 Minuten, um draußen noch ein bisschen zu sprechen? Wir haben ein bisschen überzogen. Ja, es gibt einen Schluck Wein, ein Glas Wein. Wir haben also etwas Zeit für einen informellen Austausch. Und außerdem wollte ich zum Projekt Первым рейсом with First Flight nur kurz sagen, das ist eine strukturelle Gruppe. Ich bin selbst Juristin. Ich weiß, dass die Menschenrechts-Community immer sehr aktiv ist. Und ich will aber sagen, dass das nicht das einzige Dokument ist, was wir mit First Flight formulieren wollen. Wir wollen eine Reform des Bildungssystems, des Rechtssystems sozusagen formulieren. Und es ist schwer, dann auszuwählen, weil wenn du in Russland gelebt hast, wenn du all die Ungerechtigkeiten kennst, dann willst du alles ändern. Das Gerichtssystem, das Strafvollzugssystem, auch Ordnungswidrigkeiten, Strafbußgelder etc. Aber wenn wir uns an alles wagen, dann würden wir gar nichts schaffen. Deswegen ist es eine Frage, die oder eine Auswahl, die natürlich eine sehr kleinteilige Arbeit erfordert. Das heißt, wenn Sie die Kraft haben, wenn ihr eine Gruppe gründet worden, um zu einem anderen Thema zu arbeiten, zum Beispiel psychologisches Monitoring zu denen, die zurückgekehrt sind aus den Gebieten der Kampfhandlung. Wir sehen ja, das wird immer mehr zum Thema. Oder verschiedenste andere Themen. Первым рейсом, googelt das. Die Kontakte können Sie finden. Ich habe das jetzt vergessen aufzunehmen in meiner Präsentation, aber Sie können Первым рейсом with the First Flight googeln. Schreiben Sie uns an. Wir helfen, Menschen zusammenzuführen. Wenn Sie Kraft und den Wunsch haben, an einem Thema zu arbeiten, selbst wenn es ein sehr kleines Thema ist, wie wir sehen, nach der kleinen Diskussion, die wir heute hatten, ist der Bedarf sehr groß und es gibt sehr viele Fragen, über die man jetzt schon
arbeiten sollte und für die man jetzt schon Antworten finden sollte. Und ich danke natürlich Olga Ramanova, die an der Gruppe mitgearbeitet hat, zum Beispiel. Alek Arlov hat früher auch eine Einschätzung gegeben und die Konzeption gelesen. Vielen, vielen Dank für die Diskussion, dafür, dass Sie gekommen sind. Und ich hoffe, wir treffen uns wieder und werden andere Konzeptionen diskutieren. Und mehr noch, ich hoffe, dass wir sehr bald die Möglichkeit haben, diese und andere Reformen in einem friedlichen Europa für ein zukünftiges demokratisches Russland anzuwenden, welches sicher sein wird für die Welt und sicher für seine Bürger. Vielen Dank.